Willkommen zur neuen Wochenschau. Unsere Themen heute: Volksaufstand vom 17. Juli, Merkel und die Ankerpersonen. Wie haben Sie den 65. Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni begangen? Die AfD hat an mehreren Gedenkveranstaltungen in Sachsen für den 17. Juni 1953 teilgenommen. Ich selbst habe an einer Demonstration in Pulsnitz teilgenommen unter dem Motto Gemeinsam gegen das Vergessen und für ein würdevolles Gedenken an diesem historischen Tag. Wir sind der Meinung, dass wir den mutigen Männern und Frauen, die zum ersten Mal gewagt hatten, gegen das SED-Regime auf die Straße zu gehen, Anerkennung und Respekt zollen. Bei diesem Aufstand kamen 34 Menschen ums Leben. Über 1000 Menschen mussten für ihren Mut in Gefängnisse und Lager. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat einen Gesetzentwurf eingebracht für die Einführung eines sächsischen Gedenktages unter dem Titel Tag der Demokratie und Freiheit, 17. Juni. Wir sind der Meinung, dass dieser Tag gerade in unserer ostdeutschen Geschichte eine so wichtige Rolle spielt, dass es wert ist, ihn mit einem gesetzlichen Gedenktag zu würdigen. Der Gedenktag 17. Juni war bis zur Wiedervereinigung der Tag der deutschen Einheit in Westdeutschland. Damit hatte er eine Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung. Mit der Verschiebung des Tages der deutschen Einheit auf den Oktober geht das verloren und das wollen wir nicht. Wir wollen ein Zeichen setzen zu Ehren der Opfer des 17. Juni, aber auch für den Stellenwert von Demokratie und Freiheit für unsere Gesellschaft. Nächste Woche im Landtag steht dieser Gesetzentwurf zur Abstimmung und dann können auch die anderen Parteien zeigen, wie viel ihnen der 17. Juni heute noch wert ist. Wie bewerten Sie den Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019-2020? Ein Plan für Sachsen soll umgesetzt werden. In den Jahren 2019 und 2020 sollen mehr als 20 Milliarden Euro jährlich als Staatsausgaben festgesetzt werden. Doch schauen wir uns diesen Doppelhaushalt in einzelnen Punkten genauer an. Ein Lehrerpaket in Höhe von 1,7 Milliarden Euro ist geschnürt worden. Stichwort Verbeamtung nur bis zum 42. Lebensjahr soll damit finanziert werden und Lehrer aus anderen Bundesländern sollen zwischenzeitlich angeworben werden, um den Unterrichtsausfall in Sachsen zu minimieren. Der Erfolg dieses Paketes wird von unserer Fraktion in Frage gestellt, da wir mit diesem Maßnahmenpaket lediglich im Hinblick auf die Verbeamtung mit anderen Bundesländern gleichziehen. Zudem müssen wir feststellen, dass Lehrer, die von der Verbeamtung ausgenommen sind, insbesondere ältere DDR-Lehrer, die das System über Jahrzehnte am Laufen gehalten haben, letztendlich nicht hinreichend erfolgsorientiert mitbezahlt werden. 1000 zusätzliche Polizeidienststellen ab 2020 ist die Aussage unserer Staatsregierung. Wir müssen feststellen, dass die derzeit vorhandenen Ausbildungskapazitäten rechnerisch nicht dafür in der Lage sind, dieses politische Ziel umzusetzen. Hinausschieben des Ruhestandes für Polizeivollzugsbeamte. Eine sehr, sehr alte AfD-Forderung. Mein Kollege Sebastian Wibbel hat diese Forderung bereits im Jahr 2015 aufgemacht. Wir als AfD-Fraktion haben einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, wollten Polizeivollzugsbeamte, die über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, bei voller Vergütung entweder nur 80% der Arbeitszeit weiterarbeiten lassen oder aber bei voller Arbeitszeit mit 20% mehr Dienstvergütung ausstatten. Die Regierung fand offenbar an diesem Vorschlag doch einiges angefallen und schlägt nunmehr eine 10%ige Erhöhung der Verbeamtenvergütung für die Beamten vor, die länger im Arbeitsleben verbleiben. Wir als AfD-Fraktion sagen dazu, diese 10%ige Erhöhung ist eine zu geringe Anreizsetzung
und wird nicht zu dem Ziel führen, Polizeivollzugsbeamte länger im Arbeitsleben zu halten. Erhöhung der Kita-Pauschale. Die Staatsregierung schlägt in ihrem Regierungsentwurf eine Erhöhung um 300 Euro vor. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber unzureichend. Ausgehend vom Jahr 2007 unterstellt, dass die Elternanteile gleich bleiben sollten. Seit dem Jahr 2007 müsste bei den derzeitigen Kostensteigerungen die Kita-Pauschale insgesamt um einen Betrag in Höhe von 508 Euro erhöht werden. Deshalb ist die vorgeschlagene Kita-Erhöhung aus Sicht meiner Fraktion zu niedrig. Ein sehr interessantes Thema ist auch der Breitbandausbau. Unser Ministerpräsident Kretschmer läuft allerorts überall durchs Land und erklärt, der Breitbandausbau werde zu 100% gefördert. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Breitbandausbau erst ab dem Jahr 2019 aus einer noch zu schaffenden Fondslösung mit einem Betrag von 700 Millionen Euro gefördert werden wird. Das heißt, Ministerpräsident Kretschmer bleibt mit diesem Doppelhaushalt hinter seinen eigenen Versprechungen anlässlich seiner Regierungserklärung weit zurück. Er finanziert einerseits die Kommunen erst ab dem Jahr 2019 zu 100% und andererseits hat er keinerlei Aussagen dazu getroffen, wie er bereits die Finanzierung innerhalb der Kurs 1 bis 5, die abgeschlossen sind, ebenfalls mit 100% gewährleisten werden sollen. Das heißt, Ministerpräsident Kretschmer verkündet vollmundige Dinge, die er in diesem Doppelhaushalt nicht umfänglich umsetzt. Warum kritisieren Sie den EU-Parlamentsbeschluss zu den sogenannten Ankerpersonen? Dieser Parlamentsbeschluss, wenn er umgesetzt wird, wird dazu führen, dass Deutschland für Asylforderer noch attraktiver wird, als es heute schon ist. Heute müssen Asylbewerber ihre Anträge in dem Land der EU stellen, in dem sie in die EU einreisen. Wenn sie dann weiterreisen, nach Deutschland reisen, sind sie illegale Einwanderer. Mit dem Prinzip der Ankerpersonen wird es möglich, dass jeder Bekannte, Verwandte in Deutschland benennt und dann legal nach Deutschland reisen darf. Und das ist genau das falsche Spiel, was wir Herrn Seehofer vorwerfen. Mit dieser Änderung wird das, was er heute an der Grenze bekämpfen will, legal. Und er kann sich dann zurücklehnen und sagen, legal ist legal, wir können nur die aufhalten, die illegal einreisen. 1,5 Millionen Asylbewerber sind in den letzten 3 Jahren in Deutschland eingereist. Sofern diese Asylbewerber ihre Familienangehörigen komplett nach Deutschland als Anker-Asylbewerber nachholen würden, würde dies bedeuten, dass wir bis zu 4,5 Millionen weitere Asylbewerber aus afrikanischen und arabischen Ländern aufnehmen müssten. Masseneinwanderung und Sozialstaat vertragen sich nicht. CDU Merkels offensichtliche Pläne weitgehend ungefährdet. Deutschland soll weiter mit Migranten geflutet werden. Ein perfider Plan gegen die Interessen unseres deutschen Volkes. Noch perfider, Sachsens Kretschmer sich jetzt gegen Merkel zu stellen und zugleich Seehofer unterstützen. Erinnern wir uns an den Parteitag 2015. Kretschmer im Präsidium klatschte 11 Minuten zu Merkels Rede. Das Stellen zu Seehofer, kein Wunder. Wahlangst für 2019, ebenso wie für Seehofer bereits jetzt 2018. Liebe Zuschauer, bleiben Sie uns treu. Bis nächste Woche.